Hallo, meine Lieben, schön, dass ihr dabei seid bei Vlogmas Nummer 12. Ich melde mich heute Abend um 20:15. Dieser Vlog wird noch langweiliger als der letzte. Ich habe einfach nichts zu berichten. Ich arbeite halt. Ich gehe morgens los, komme abends wieder. Und dann war's das. Ja, und heute Morgen war auch ein bisschen, irgendwie war ich total knapp dran und dann ist irgendwie die Dusche noch kaputt gegangen und so. Ja. Deswegen melde ich mich erst jetzt und ich möchte eigentlich auch gleich schon wieder schlafen gehen. Deswegen kriegt ihr heute nur die Adventskalender zu sehen. Ich habe auch echt nichts zu erzählen, ist halt heute mal so. Mal. Ja, nee. Ich habe jetzt gerade den Vlog für morgen geschnitten, der rendert jetzt und ja, aktuelle Vlog ist auch online. Und ich würde sagen, wir gehen mal zum I oh, das hat geknackt. Zum IKEA-Kalender. Oh, doch eine Sache kann ich euch tatsächlich zeigen. Und zwar bei Posta, bei uns an der Packstation, beziehungsweise Postfiliale, was ich nicht wusste. War so, hä? Nee, was? Hä? Ja, ich darf. Oh, Kaffee testen. Dann muss ich, glaube ich, jetzt wirklich Werbung einblenden. Ne? Na, wobei, nee, ich habe es ja noch nicht getestet. Na, ihr wisst es doch. Ihr wisst es doch. Ach, mache ich dann nicht das Video dazu machen. Ja, ich darf hier so Kaffee für unseren Espresso testen. Mal gucken. Das muss ich dann aber schon auch mal demnächst machen. Ne? Aber ich weiß auch nicht, wie lange es da schon lag tatsächlich. Ey, voll peinlich jetzt. Liegt da wahrscheinlich schon ewig. Ja. Aber irgendwie habe ich das nicht mitbekommen. So, okay. IKEA. Nummer. Ach ja, 12. Aber auch 11. Weil ich ja gestern den IKEA-Kalender nicht aufgemacht habe. Ich muss euch abstellen. Vielleicht könnt ihr ja sogar was sehen. Oh, das ist aber groß. Oh, das ist ja richtig groß hier. Aber so und auf einer Seite so mit Chris. 11, Nummer 12. Haben wir hier ganz oben. Ich versuche es jetzt nochmal eigentlich. Oh. Dann haben wir eine kleine Praline. Diese hier. Und ich presse jetzt erstmal diesen Schokostück ab. Ganz normale, gute Hershey-Schokolade, glaube ich. Mit so Crisp-Zeugs. Das soll Knusper-Zimt sein. Knusper, ja. Zimt, nein. So, jetzt den. Sowas mag ich, so richtig so. Im ersten Moment, weil der Geschmack ist. Ich weiß nicht, was es ist, aber das ist jetzt nicht so meins. Toffee. Trüffel, ja, das mag ich. Nur ist Toffee da drin nicht. Irgendwie harmoniert das nicht. Gut, das kriegt jetzt beides hier mein Mann. Das sind zwei auf einmal, die kannst du ja nicht. Das ist ja scheiße. Erst ein? Toffee oder Schokolade? Okay.
Gut. Dann jetzt Lego. Die 12. Alter Verwalter. Er ist schon wieder umgefallen, ey. Mann, 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 ey. Kannst du nicht stehen? Wir haben. Oh mein Gott, eine Eismaschine! Oder? So ein Eis sein, oder? Wer will denn im Winter Eis essen? Also ich kann immer Eis essen, ne? Aber. Na gut. So. So, ich hoffe, ihr seht mich. Aber das gute Stück mal zusammen. Ist das richtig überhaupt? Nee, seht ihr? Schon falsch. Schon falsch zusammengebaut. Ich muss anders tun. Oh nein. Die queren nach vorne, nicht links. Und hinten? Hinten ist aber so. So. Richtig so? Hm. Interessant. Auch noch Kaffee? Nee, es soll schon Eis sein. Soft-Eis-Maker wahrscheinlich oder keine Ahnung was. Also wenn das kein Eis ist, weiß ich auch nicht. So. Das Verhältnis, ey. Sieht ein bisschen anders aus als auf dem Bild. Wirklich jetzt? Wirklich jetzt? So ganz wirklich? Jetzt. So. Eismaschine. Cool. Aber wo stelle ich denn jetzt die Eismaschine hin? Oh Gott, immer diese Frage. Auf jeden Fall rein, oder? Es will doch keiner draußen Eis essen. Ich will das da haben. Und dann war es das Wort. Ja, ein ziemlich kleiner, langweiliger Vlogmas. Aber es gibt halt auch echt nicht viel zu berichten. Es ist immerhin schon Mittwoch, also sobald ist das Wochenende, dann gibt es wieder ein bisschen mehr. Aber heute, ja, es ist heute auch einfach irgendwie alles so vollgepackter Tag gewesen und nicht wirklich viel Freizeit gehabt. Ja, deswegen, ich werde ihn jetzt beenden, diesen Vlogmas. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wann ihr das letzte Mal Lego gebaut habt. Und was ihr gebaut habt. Dürft ihr mir in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns.